Über 50% der in Europa hergestellten Textilien werden mittlerweile bereits in unterschiedlichsten technischen Gebieten eingesetzt. Um diese weltweite Führungsrolle der europäischen Textilindustrie weiter behaupten zu können, ist es wichtig, technologie- und branchenübergreifende Kooperationen zu finden. Vor diesem Hintergrund veranstaltete die Smart Textiles and Embroideries Plattform in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Vorarlberg das Symposium Material Innovation. Ich sehe das als ein kräftiges Lebenszeichen der Stickereiwirtschaft, insgesamt der Textilwirtschaft. Sie hat ja in den vergangenen Jahren einen enormen Strukturwandel durchgemacht. Aber diejenigen Unternehmen, die bestehen, sind wirklich hervorragende Unternehmen, innovativ, mit hohem Qualitätsbewusstsein. Und mit dieser Veranstaltung geht es darum, Möglichkeiten aufzuzeigen, mit neuen Branchen zu kooperieren, textile Anwendungsmöglichkeiten in Bereiche zu bringen, die man sich bisher nicht so gut vorstellen konnte. Und da liegt aus meiner Sicht ein großes Entwicklungspotenzial. Ich freue mich sehr über die Initiative der Stickereiwirtschaft, in diesem Bereich aktiv und engagiert tätig zu werden, und wünsche viel Erfolg dabei. Der Kooperationskongress diente zu einem besseren Verständnis und zur intensiveren Zusammenarbeit mit textilfremden Partnern wie der Fahrzeugindustrie, Bauindustrie, Elektro- und Elektronikindustrie, Maschinen- und Kunststoffindustrie und der Medizintechnik. Wir erwarten uns von dem heutigen Tag eine Zusammenarbeit der verschiedenen Industrien, sprich der Textilindustrie, der Kunststoffindustrie und auch der Elektroindustrie. Besonders im Fahrzeugbau schätzt man bereits jetzt die Möglichkeiten der Stickereitechnologie. Also ich würde sagen, generell ist die Textilindustrie mit dem hohen Automatisierungsgrad, den die Technologie ja hat, prädestiniert geeignet für industrielle Anwendungen im Automobilbereich. Und ich glaube, wenn man so in die Forschungslabor schaut, dann, wenn man sich die ganzen Techniken Sticken anschaut, dann sind da schon Potenziale erkennbar. Ich sage mal, das Einzige, was jetzt an Entwicklung noch erforderlich ist, ist diese Erfolge in der Forschungslabor in einen industriellen, betriebswirtschaftlichen Maßstab zu übersetzen. Weil das ist natürlich erforderlich, ne? Und das ist so der nächste Schritt, der Entwicklungsschritt, den ich da jetzt dann sehe und wo ich ziemlich zuversichtlich bin, dass man da in Vorarlberg Partner finden kann, mit dem man vielleicht den einen oder anderen Schritt geht. Doch auch in anderen Bereichen ist es die Stickerei, die die neuen Innovationen vorantreibt. Die Stickereitechnologie ist eine wirklich interessante Technologie, insbesondere für die Smart Textiles, weil diese Stickerei die Möglichkeit hat, 3D-Geometrien zu fertigen. 2D auf jeden Fall, die Geometrien sind frei wählbar, das kann Ihnen keine andere Textiltechnologie bieten, nur die Stickerei, und man kann sogar die dritte Dimension nutzen. Außerdem sind die Stickmaschinen eigentlich schon prädestiniert, Bauelemente vorzulegen. Denkt man an die Paillettentechnik, da wird eine Paillette aufgenommen, angestickt. Warum nicht gleich ein Bauelement? Also sind die Stickmaschinen schon dazu ideal geeignet. Vor kurzem wurde eine Weltneuheit im Bereich der Batterien vorgestellt, die stickereibasierte Akkumulatoren enthält. Da es bei Batterien insbesondere auf das Gewicht ankommt, ist die durch Stickerei gefundene Lösung ein großer Fortschritt. Bei den stickereibasierten Akkumulatoren versuchen wir einfach, die Elektroden insgesamt leichter zu machen. Die ganzen Batterien werden damit effizienter und verlieren Gewicht. Besonders die Zusammenarbeit mit Firmen aus Vorarlberg wird auch bei den großen Weltkonzernen sehr geschätzt. Als weltweit tätiges Unternehmen ist uns natürlich bewusst, in funktionelle Textilien Interesse zu zeigen, und als Unternehmen, das nach Innovation ständig sucht, hier auch mit Unternehmen engen Kontakt zu halten und vor allem durch die räumliche Nähe zu einem unserer Standorte im Raum München haben wir natürlich bereits langjährige, extrem enge Verbindungen zu Produzenten hier aus dem Raum und vor allem zu Unternehmen, die ständig neue Technologien weiterentwickeln, was ich denke im Sinne aller ist, und auch hier durch diese Anwesenheit hier in diesem exzellenten Forum auch weiter vorantreiben wollen und auch mit unterstützen werden. Um diese Zusammenarbeit zu vertiefen, gab es eine eigens eingerichtete Kooperationsbörse, die sichtlich Anklang fand und zu intensiven Einzelgesprächen einlud. Am Abend präsentierte sich dann ein ganz anderes Bild. Fernab von geschäftlichen Diskussionen fand der Stickerball 2012 auf der Sonnenkönigin statt. Mit einem Sonderzug wurden die Gäste aus Lustenau nach Bregenz chauffiert, wo es sogleich auf das Schiff ging. Über den roten Teppich schwebten die schönsten Roben. Auf der Sonnenkönigin selbst wurde dann der Aperitif serviert und man unterhielt sich angeregt.
Auch hierbei fielen einige Roben ganz besonders schön aus. Schließlich folgte das Highlight des Abends, eine Modenschau verschiedenster Designer, die ihre Kreationen dem staunenden Publikum vorstellten. Wunderschöne weibliche wie ein männliches Model präsentierten die Kleider und die Ballgäste kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. So neigte sich ein interessanter, informativer und abschließend eleganter Tag dem Ende zu. I don't know. I don't know what you're doing.